Hallo und willkommen. Mein Name ist Robin. Ich bin Videospielentwickler und Jugendreferent. Heute ist der 18. Dezember. Es ist Freitag. Ich weiß nicht, ob du schon bald Wochenende hast oder ob du am Wochenende arbeiten musst. Ich war letztes Jahr in Israel und habe dort erlebt, was an einem Freitagabend plötzlich passiert. Ab Sonnenuntergang gibt es einen Hard Cut. Alle hören auf zu arbeiten. Es wird schnell noch das Wichtigste erledigt und dann ein Tag keine Arbeit. In dieser Adventszeit ist mir etwas besonders wichtig geworden, wovon ich jetzt kurz erzählen möchte, und dabei ist auch ein Impuls dabei. Als Jugendreferent ist es normal, dass ich besonders viel zu tun habe. Das ist so die Hochzeit des Jahres. Ich bin aber auch zu 50% meiner Arbeitszeit an dem Spieleprojekt dran, One of 500. Wir wollen die Geschichte Jesu erstmalig weltweit in einem hochqualitativen Videospiel spielend erlebbar machen, als Zugang. Dafür haben wir jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um unsere Existenz zu sichern. Es ist nötig, dass diese Kampagne erfolgreich ist, damit wir das Spiel fertig entwickeln können. Alles oder nichts. Und das löst, wie ihr euch vorstellen könnt, einen hohen Druck aus. Wir haben Vollgas gegeben und am Dienstag haben wir die Kampagne endlich gestartet. Doch dann begann erst die richtige Arbeit. Von frühmorgens bis in die Nacht hinein waren wir damit beschäftigt, Vollgas zu geben. Auf Social Media, in der Presse, überall. Damit möglichst in dieser wichtigen Anfangszeit möglichst viel reinkommt. Und ich habe gemerkt, es ist ein Problem, dass wir international unterwegs sind, weil nachts sind besonders die Leute aus den USA aktiv. Und ich habe gemerkt, es gibt immer noch mehr zu tun. Vielleicht kennst du das. Du schaffst es einfach nicht aufzuhören. Ich habe mal den Satz gehört, es ist schwer mit der Arbeit anzufangen, aber manchmal noch schwerer, sie zu beenden. Und dann ist mir etwas Interessantes passiert. Letzten Samstag, ich war wieder mittendrin in der Arbeit und habe mich gefragt, wie soll ich morgen am Sonntag frei machen? Ich hatte keine Gemeindedienste, aber ich wusste, jetzt zählt es. Es gibt immer noch mehr zu tun. Und dann kam mir im Laufe des Tages plötzlich eine spannende Erkenntnis. Ich habe gemerkt, okay, ich werde mit dem meisten nicht fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, warum soll ich jetzt morgen frei machen? Eine Zwangspause, Erholung, irgendwas Sinnvolles tun. Doch ich habe gemerkt, darum geht es gar nicht nur. Nein, es geht auch vor allem darum, Gott zu vertrauen. Wenn ich denke, dass eine Sache nur funktioniert, wenn ich weiter daran arbeite, was sagt das dann über mein Gottesbild aus? Sage ich dann, Gott ist groß und kann alles tun, oder denke ich, Gott kann seinen Plan nur weiterführen, wenn ich heute daran arbeite? Ich habe ein Buch gelesen mit einem spannenden Untertitel, der lautet, stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. Ich habe verstanden, dass mit der Arbeit aufzuhören bedeutet, Gott zu preisen. Es bedeutet, ich kann ihm sagen, ich vertraue ihm. Es ist quasi Lobpreis zu arbeiten und dann auch damit aufzuhören. Einfach mal nichts weiter in Ordnung zu bringen, nichts zu zerstören, alles zu lassen, wie es ist. Das Wochenende steht uns bevor, steht dir bevor, und jetzt geht es wieder darum, auch mal nichts zu tun. So zu arbeiten, bis du Feierabend hast, als hänge alles nur von dir ab, und zu ruhen, als hänge alles nur von Gott ab. Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. So lautet der Untertitel eines Buches, das ich neulich über die Ruhe gelesen habe. An Weihnachten feiern wir, dass Gott alles für uns getan hat und wir nichts dazu tun konnten. Das große Geheimnis an Weihnachten, dass Gott auf die Erde kam, weil wir nicht fähig sind und waren, unser Heil selbst zu erwirken. Ich wünsche dir, dass du in dieser restlichen Adventszeit Gott preisen kannst, indem du im richtigen Zeitpunkt nichts tust.
Es wird dabei immer Dinge geben, die versuchen, dir diese Ruhe zu nehmen. Das könnten Sorgen sein, es kann eine Not sein oder auch ja, Ängste. Bei mir wäre das zum Beispiel die Frage, okay, hast du umsonst vertraut, umsonst gearbeitet, wird genug Geld reinkommen? Es kann sein, dass die Umstände sich ändern oder nicht. Da, kurzer Werbeblock, freuen wir uns sehr, wenn du uns ganz konkret unterstützt. Ich glaube, ein Link wird tatsächlich in der Beschreibung auch sein. Werbeblock Ende. Genau, die Umstände bleiben eventuell gleich. Die Frage ist, wie bewertest du das Ganze? Genieße diese Weihnachtszeit und ich wünsche dir, dass du Gott preisen kannst, indem du im richtigen Zeitpunkt nichts tust und vertraust und damit abschalten kannst. Ich wünsche dir eine gute restliche Adventszeit. Liebe Grüße.